Jetzt bin ich wieder mal bei Adria gelandet und zwar, ich habe hier den Adora 613 PK. Maximale Masse aufgelastet 2 Tonnen. Was haben wir noch für Maße? Gewicht ab Werk 1565, Fahrbereit 1650. Schlafplätze haben wir 6 mit an Bord. Hier nochmal die Bettenmaße, da könnt ihr gerne für auf Pause drücken und euch das nochmal anschauen. Ansonsten geht bitte auf die Herstellerseite. Das Fahrzeug hat einen Basispreis von 25.733 Euro und das ausgestellte Fahrzeug hier ist bei aktuell mit 16% Mehrwertsteuer 31.248 Euro. Ja, wir gucken uns das Ganze mal von außen so ein bisschen an. Wir haben Alufelgen mit an Bord, wir haben da die TV-Außendose mit dran, da ist der Stromanschluss. Hier haben wir auch noch die Toilette, also das Fach, um die Kassette rauszuziehen. Gaskasten, muss ich mal schauen, ob der offen ist. Können wir auch mal öffnen. Muss jetzt aufpassen wegen den Fenstern. Ein ziemlich großer, schöner Gaskasten für 2 11 Kilo Flaschen ist genügend Platz. Und da ist auf jeden Fall genügend Platz für, ich sag's jetzt mal, Zeug, was man immer mitnimmt, was man dann doch nicht braucht. Und Alkohol, logischerweise Anti-Schlingerkupplung. Und auch hier wieder sehr schön diese Reling. Und dann gehen wir einfach mal rein und schauen uns das an, denn das ist auch wieder so ein perfektes Familienauto, also ein perfekter Familienwohnwagen, denn wir haben hier hinten ein wirkliches, ja, ich würde sagen fast kinderzimmerartig, wie das ganze Konzept hier funktioniert mit den Betten, das, ich denke, die kann man alle hochklappen noch. Ich gucke mal, ja, das kann man hochklappen. Und hat dann den Raum, dass man da unten im Grunde eine Sitzfläche hätte. Ne? Also dass das im Grunde wie so eine zusätzliche Eckbank, sag ich mal, ist. Und so hat man halt die 2 Betten. Da nochmal Stauraum mit diesem Rollo. Und hier den Tisch, den man dann so rumklappen kann, hier vorne hin. Dass da zum Beispiel die Kinder sitzen können. Was haben wir hier? Das Konzept erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, dass ich hinter einer Schranktür einen geschlossenen Kasten habe. Aber ja, keine Ahnung. Sehr interessant. Ja, was haben wir noch? Stauraum unterm Bett selbstverständlich. Dann hier oben riesige Dachschrankklappe. Wahnsinn. Und ihr seht, wir haben hier in der Mitte eine Rundsitzgruppe mit ausreichend Platz. Da hinten ist dann der Fernseher, der natürlich auch gedreht werden kann, für schön da hinten auch im Bett fernzusehen. Wir haben logischerweise hier die alte Heizung mit an Bord. Eine schöne breite Tür. Fliegenschutzgitter ist auch da. Was haben wir hier? Ist hier noch ein Schrank hinter? Hier ist auch nochmal Schrank. Ah, für Jacken und sowas ziemlich tief. Das ist genau diese Fläche hier, die dann von der Seite beladen werden kann. Hier unten nochmal mit Einlegeböden. Und dann haben wir hier eine richtig schöne große Spüle. Den Dometic 3 Flammenkocher. Die Küche mit genügend Ablagefläche, finde ich. Dann hier süß gemacht. Das sieht aus wie, ja, das ist so ein Filz. So, Ablagemöglichkeiten hat man hier nochmal. Große Schublade. Also eine, hier sind ganz viele Schubladen. Mit jede Menge Ablagemöglichkeiten. Unten, glaube ich, nochmal eine große Klappe, wo man auch nochmal ein paar Dinge unterbringen kann. Wir haben den Tedford Slim Tower hier verbaut. Großer Kühlschrank mit oben einem separaten Eisfach. Dachschrankklappen logischerweise auch mit viel, viel Platz. Da kriegt ihr auch auf jeden Fall auch einiges unter. Hier auch nochmal Dachschrankklappen, also Stauraum. Mehr als genug. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier hinten an.
Also ich muss das Konzept auch erstmal verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, denn manche Dinge erklären sich mir nicht direkt. Was haben wir hier? Schrank, noch ein Schrank, hier in der Ecke nochmal, da ist der Ausgleichsbehälter von der alten Wasserheizung, hier nochmal Schrank. Also das ist Wahnsinn, mit Schränken haben sie nicht gegeizt, aber das hier ist dann wirklich, finde ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Hier auch Stauraum unterm Bett und dann gehen wir mal in das Bad. Tedford Bank Toilette. Hier ist dann die Duschvorbereitung schon mit an Bord, denn hier ist die Duscharmatur, da ist der alte Heizkörper für im Bad. Duscharmatur, Brause und dann kann man das Ganze mit einem Vorhang hier oben und da zumachen und kann dann in der Nasszelle ganz entspannt auch mal duschen. Ja, wie gesagt, interessantes Raumkonzept, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist, denke ich mal, eine Geschmackssache, aber so ist auch mal ein bisschen außer der Reihe. Ne? Also mal ganz ehrlich, ach, hier unten ist noch eine Klappe, die offen ist. Stellen wir das Polster mal wieder hin und dann, was ich noch gesehen hatte, ne? Dieses große Fenster in der Rundung drin. Ja, wie gesagt, ich wollte euch das auf jeden Fall mal zeigen, weil das ist mal was nicht ganz Alltägliches. Es ist einfach mal ein anderer Grundriss, also ein bisschen anders gemacht. Und deswegen finde ich, hat auch sowas seine Daseinsberechtigung und man sollte es mal zeigen.